Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 4 gegen 4 Modus. Tower Defense wurde abgelehnt. Das heißt, wir machen hier Normal Game. Mit den Chill natürlich. Ja, Burg ist schon stark, ne? Wir nehmen trotzdem mal Auszahlung. Fürst des Todes, Welle 1. Mega stark. Das machen wir. Wir machen das so. Kas geht raus, dafür den Baum rein. Was sind denn jetzt 13? Hä? Schaffen wir doch. Fürst des Todes stark. Das ist geil. Hehehe. Muss gleich mal bei den anderen Leuten angeben. Fürst des Todes stark. Das muss man erstmal schaffen. Ich kann locker 6 Worker gehen. Locker. Reich habe ich locker mit dem Fürst des Todes, von daher ist das gar kein Problem. Und dann mache ich so Katzen dazu. Okay, Manaros und einen aufgewerteten Angler. Er kämpft noch hier drüben. Oh, gerade der hat mit einem Leben überlebt. Ja, wir kriegen locker den sechsten Worker noch rein. Fürst des Todes hält lange genug durch. Doppelschnecke. Können ruhig noch einen Worker gehen, den siebten. Weil wir können nichts rund auf jeden Fall die Katze trotzdem bauen. Sollte reichen. Es tankt ja sowieso zuerst der Drache. Oh. Es wird knapp.
aber erfolgreich geschafft. Bauen den mal hin. Und auf 6 greife ich dann an. Das ist wirklich geil. Welle 1, Fürst des Todes. Das ist super stark. Let's go, boys. Oh, das Mana ist aber schon voll, ne? Zumindest bei dem einen. Ich glaube nicht, dass er jetzt den Kingpin schon aufwertet, oder? Nee. Das glaube ich nicht. Ich bin ein bisschen drunter mit 115. Aber der Baum hält schon mehr aus, weil ich den gerade platziert habe. Der hält schon ein bisschen was oben drauf. Ah, da wurde angegriffen, bevor den Drachen beschwören konnte. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Katze aufwerten. Das macht schon Sinn. Fertig. Bin ich eigentlich durchgekommen? Hab ich gar nicht geguckt. Wahrscheinlich nicht. Der Kingpin steht schon. Er hat es doch geschafft, ihn aufzuwerten. Brauche ich erstmal nicht schicken. Also gezielt zumindest, weil der Kingpin zu viel aushält. Nee, maximal. Also bei denen kommt ein bisschen was durch, aber ich kann natürlich jetzt erstmal nichts machen. Der Kingpin hält natürlich alles, was im Early Game kommt. 7000 Leben, ey. Bauen noch eine. Dann soll ich erstmal ausgestattet sein. Zehn noch hart.
10 wird hart. Da habe ich nicht wirklich was. Ich roll mal. Das Sora können wir mitnehmen, das ist gut. Die sind auch super. Baum weg vielleicht, ja. Banana Bank ist aber auch stark. Machen wir so. Da ist das. Das letzten Endes mein Split. Ich muss nächste Runde mehr bauen, damit ich so viel wie möglich halten kann. Und nicht den Workern so weit zurück, ey. Ja, die halten gut. Sehr schön. Bank ein bisschen was machen, aber Yozora scheint doch die bessere Variante zu sein. Ja, wir bauen die Runde ein bisschen mehr. Zur Sicherheit. Nur Mini-Schnecken. Okay, hier ist sowas schon tot. Sieht gut aus. Ja. Das sieht wirklich gut aus. Das war wichtig, dass ich den blocke. Weiß nicht, ob Riesenschnecken könnten was bringen. Ja, doch, wir nehmen die mit. Nimmt die Riesenschnecken mit. 30 Einkommen werden auch übelst fett. Aber ich glaube, bei den großen Kingpins bringen wir die tatsächlich ein bisschen was. Ja, da kommen auch Riesenschnecken. 8 kleine Schnecken und 7 Riesenschnecken. Na, das schaffe ich nicht. Oh, er hat noch mit seinen geweihten Rössern gehalten. Hmm.
Ah, ist nicht viel durchgekommen. Was hat er denn? Hast du wegen seinem Geld werfen oder was? So soll das sein. Schick nächste Runde mehr. Oh, ist ein Millennium. Das schickt mir ganz schön viel. So viel kriege ich nicht zusammen. Wir mal aufwerten. Platziere hier einfach noch so hin. Ich habe Mini-Work im Vergleich zu den anderen. Riesenschnecken mal wieder. Wie sieht es bei mir aus? Naja. Ich komme aber durch, sehr gut. Sogar fett. Aber auch einiges durchgelassen. Jetzt kommt ein bisschen Kohle rein. Den aufwerten. Sollen wir einmal Mana rausplatzieren schon mal. Packleader mit rein. Der geht nur auf Kingpins, der Sack. Tja, dazu sage ich mal nichts. Alle durchgelassen. Ich bin auch tot, aber ich komme auch durch. Sehr gut. Er hat geheilt. Er beschwert sich die ganze Zeit wegen seinem Goldwerfern. Soll mal kacken gehen. So. Ja, das den aufwerten. Mana raus.
Dann werde ich hier drüben mal eins noch hinstellen. Oder zwei. Zack. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf den Cent geachtet. Nee, 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 nee. Hey, man kann ja auch stumm schalten. Nö. Hab doch gehalten, was will er denn? Verstehe ich die Sprache nicht. Ich bin ganz unten. So. Wir werten den auf. Könnte man noch mal die letzten Stacks mit reinpacken. Den werte ich auf. Dann bauen wir noch einen Mana raus. Holy shit, kriegst jetzt schon 1000 ab. Ich muss Worker bauen, sonst komme ich jetzt gar nicht. Ah, oh, da kam nicht mehr raus. Die Kingpins, ey. Und jetzt haben wir mit zwei vor erstmal ein bisschen gegenwirken. Wir sind ganz gut dabei. So machen wir das mal. Er hat nur Kingpins und die Pegasusse. Das war sogar eine Aufgabe. Mal gucken. 1100. Na, das war anscheinend die falsche Wave. Oder hat einfach 800 Overbuild. Ich gehe auch nur bis 100. So, es reicht. Den Worker hole ich jetzt nicht. Wir hatten noch mehr Fürsten bauen. Und Mana-Rösser.
Pegnior kriege ich noch rein und dann ist Schluss. Ah, ein V1 habe ich verkackt durch die zwei Drachen. Alter, das werden immer mehr. Jetzt haben wir aber noch eine Akteat da stehen. Also ich glaube, da kann ich nicht viel machen. Aktuell. Zumindest nicht. Oh, der einen Boom bauen. Fertig. Ich habe auch jetzt 2000 drüber. Es wird spannend. Fürst des Todes, Power. Fünf Hartes sollten erstmal reichen. Und auch Hartes aufgebaut. Viele Pyros. Wirklich großartig viel passiert jetzt sowieso erstmal nicht, außer wir schicken dann. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Machen wir noch zwei rote hin, das. Mehr Mana-Rösser für meine harte Sess. Okay, noch bin ich 600 drüber. Oh, in meinem Team sind sogar mal manchmal über 2000. Er hat auch noch 260. Ganz sicher. Ich muss sie vor Eis schicken wegen den ganzen Fetzis. Schicken wir hier noch so einen rein, machen wir noch ein Elementar und dann ist Schluss. Okay, ich habe
2800 gekriegt, einen Haufen Schamanen. Wir wollen neue Drachen. Scheiße, hat auch Fürst des Todes. Warum hat er auf einmal 2000 plus? Das verstehe ich nicht. Der hätte doch in der letzten Runde nicht viel upgraden können. Hat er Piepen gespart? Der muss Geld gespart, nichts ausgegeben haben. Keine Ahnung. Und ich finde, Upgrades haben so viel gebracht. Das war knapp, wir hätten es fast noch verteidigt. Holy shit.